Mit welcher Art von Fußball können die Fans rechnen? Wie wollen sie es angehen? Ja, grundsätzlich stelle ich mich da auch sehr auf die Mannschaft ein. Ich denke, dass ich immer bewiesen habe, dass ich sehr flexibel mit meiner Mannschaft spiele, dass wir, wenn es möglich ist, natürlich auch sehr viel nach vorne spielen, sehr zielstrebig zum Tor arbeiten und ja, versuche eine gute Balance im Spiel zu haben, dass wir auch nach hinten nicht viele Tore bekommen. Das ist ja eine unserer Herausforderungen. In der Saison waren es, glaube ich, um die 68 Tore oder ich weiß es nicht genau, viel bekommen. Ja, vielleicht auch wenig geschossen und ja, das wird die Herausforderung sein, da eine gute Balance wieder mit der Mannschaft sich zu arbeiten. Alleine geht es nicht, also mit der Mannschaft ganz wichtig und das Wir-Gefühl entwickeln, ist mir auch sehr, sehr wichtig. Hilft Ihnen da vielleicht dann auch die Erfahrungen, die Sie jetzt im Ausland gesammelt haben, in Athen und vorher auch schon bei Ihren Trainerstationen? Ja, Auslandserfahrung, denke ich, hilft immer, eine neue Kultur kennenzulernen, sich einzuleben, sich einzustellen auf die neue Lebensweise und ja, denke, das ist hier nicht anders. Auch hier die Menschen, der Vorteil ist, ich kann die Sprache sprechen. Vielleicht nicht immer, wenn das Wienerische durchkommt einmal, aber ja, grundsätzlich denke ich, wird es hier keine Anpassungsschwierigkeiten geben. Wo sehen Sie denn im Team noch Verbesserungspotenzial oder Baustellen, wie es so schön heißt? Gibt es da irgendwelche Stellen, wo Sie sagen, da müssen wir auf jeden Fall noch was tun? Also grundsätzlich bin ich ein Mensch, der herkommt und wirklich bei Null beginnt. Und ob es jetzt, was kann man besser machen, jetzt zu analysieren, steht mir nicht zu. Ich werde mir versuchen, vom ersten Tag mit der Mannschaft, mit den Verantwortlichen, mit dem Trainerstab, mir das Bestmöglichste herauszuarbeiten. Ich denke, das ist wichtig. Ich denke, ganz wichtig ist, dass wir in der Gegenwart leben, damit wir nicht zu weit nach vorne schauen, aber auch nicht in der Vergangenheit leben. Und das hoffe ich, dass wir so die Mannschaft dann auch hinbekommen, dass sie dann wirklich im Hier und Jetzt und dass wir da absolut immer die beste Performance abrufen. Der ein oder andere mag den Namen Damir Kanadi noch gar nicht gekannt haben vor der Verpflichtung hier im Clubumfeld. Wie würden Sie sich denn als Trainer beschreiben? Ja, immer schwierig. Also das lasse ich grundsätzlich andere machen. Grundsätzlich denke ich, Ehrlichkeit und Offenheit, das sind Dinge, die mich charakterisieren. Ich denke auch immer eine gute Kommunikation mit allen Mitarbeitern und auch mit meinen Jungs ist mir ganz, ganz wichtig und alles andere wird man dann sehen. Ja, Fußball ist immer sehr auf Erfolg abhängig und ja, wenn es erfolgreich ist, dann wird es schon Beurteilungen geben, aber auch wenn es vielleicht einmal nicht so läuft. Auch wichtig dann, wie funktioniert man dann, wie geht man mit Niederlagen um. Ja, das wird man dann alles beurteilen. Sind Sie dann auch eher der emotionale Typ oder eher sachlich ruhig? Wie läuft das ab, vielleicht auch privat gesehen? Ja, sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass ich ein Trainer bin, der auch in der Niederlage einer Mannschaft gratulieren kann, wenn sie eine gute Leistung abgerufen hat, die halt aus verschiedensten Gründen dann zu einer Niederlage geführt haben. Ich kann aber auch bei Siegen sehr unangenehm werden. Ich denke, es ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Spielart, unsere Spielweise, die wir uns jede Woche oder jeden Tag im Training erarbeiten, dass wir das umsetzen auf dem Platz und wenn wir das tun, dann ist auch eine Niederlage nicht immer ganz so schlimm. Auch, es tut weh. Verlieren, Damir Kanadi, ist nicht so einfach. Aber ja, es ist immer unterschiedlich, also mich da zu charakterisieren auch. Aber an sich bin ich ein emotionaler Coach, der von der Seite auch sehr viel mitcoacht und ich das Gefühl habe immer, dass ich immer dabei sein soll und muss. Dann lassen Sie uns zum Abschluss einen Blick nach vorne werfen. Die Vorbereitung steht unmittelbar bevor. Was sind so die ersten Schwerpunkte, die der Trainer setzen möchte? Ist es eher Teambuilding, Kennenlernen der Mannschaft oder wie wird das ablaufen? Ja gut, allzu viel Zeit haben wir nicht. Wir haben 6 Wochen Vorbereitung bis zum ersten Pflichtspiel. Ganz wichtig wird es sein, dass wir uns kennenlernen, schnell kennenlernen, auch auf dem Platz dann miteinander zu arbeiten, sich zu respektieren, aber auch zu akzeptieren und ja, einfach die Dinge einmal zu vermitteln, die wir brauchen, um stabil zu sein. Wir haben es besprochen. Ich denke, ein Thema ist ganz jetzt einmal, dass wir schauen auch, dass wir wenig Tore bekommen und uns dann nach vorne arbeiten, dass wir dann auch sagen, okay, wie wollen wir dann nach vorne auch spielen? Und das ist ein Prozess, den können wir nicht in 6 Wochen umsetzen. Das wird ein Prozess sein. Da werden uns vielleicht auch der eine oder andere Sieg am Anfang mal helfen, dass wir von der Mentalität eine Winner-Mentalität entwickeln. Und das werden einmal natürlich die ersten Grundziele sein. Was machen Sie, bis es losgeht, Vorbereitung? Was steht da noch an für den Trainer? Ja, vieles. Viele Telefonate natürlich, auch um Spieler zu verpflichten und ein paar Wege hierher. Auch eine Wohnung wird anstehen, mir zu suchen. Und es sind doch einige Dinge. Ein paar Tage noch mit der Familie vielleicht ausspannen, was auch wichtig ist, gerade nach der intensiven Saison jetzt in Griechenland. Und
Ja, also die Zeit ist kurz und es geht bald los. Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch und eine entspannte Restsommerpause und bis spätestens zur Vorbereitung. Vielen Dank. Danke.